Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir, ja, die Hölle auf Erden wortwörtlich erlebt. Lafayette wurde von Arthur geopfert und unseren Arm, glaube ich, abgeschnitten, was den zu irgend so einem Dämonenarm irgendwie verwandelt hat. Dann wurden wir 3 Jahre lang in ein Gefängnis eingesperrt und Arthur wird irgendwie so als Held gefeiert. Und ja, wir wollen einfach nur erstmal hier raus. Das hat oberste Priorität. Ich würde sagen, wir müssen noch Gefangene hier retten, die uns helfen sollen, hier auszubrechen. Und ja, das fasst so gut zusammen, ne? Wenn es euch so bald gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr allerliebst freuen. Was haben wir hier vor Ort? Sollten wir ihn nicht überprüfen? Übrigens den Sound wieder mal ein bisschen leiser gemacht, weil im Kampf scheint der Sound mich sehr oft zu übertonen. Das finde ich ein bisschen doof. Das ist immer ein Problem, der Tales of Spielen. Und ja, hoffentlich wird sich das jetzt ändern. Er sagt die Informationen, was sagt sie dann? Okay, buff, buff. Ja, gut, habe ich schon erkannt. Um den Kampf anzuhalten, durch Antimon kannst du andere Gegner von Frost. Okay. Ja, ich will das mal. Du siehst aus, als würdest du weniger aushalten, also komm her. Aua. Ach ja, pff. War schon wieder ein Tales of Graces irgendwie so hier vertieft, wo man einfach nur gedrückt halten muss. Aber ich muss ja öfters drücken, ich Idiot. Und sie scheint echt nicht irgendwie im Team zu sein. Kann ich auch, ja. Ich kann sie nichts machen lassen. Aber wir setzen immer diese gute alte Kombo ein. Ja, gut, jetzt sind dabei Kreiszug. Es scheint das Buch der Monsterinformationen als Ziel. Okay, das sind alles Sachen, die kann man aus anderen Tales aufspielen. So, was jetzt? Türen mit Siegeln. Oh, das ist ein Tigermensch, was? Ich rate, sie tut so nur die riesigen Kloppis hier alle befreien, oder was? Was? Als Eifried ist noch älter. Das hier soll ja schon hunderte Jahre vor Systeria, glaube ich, spielen. Welcher kommt mir auch bekannt vor? Das. Also dieses Schwert. Gott verdammt, dieses Schwert. Das ist noch eine Quest. Okay. So, habt ihr irgendwas Nützliches hier drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nun, was sollen wir jetzt tun? Ist es besser zu fliehen oder zu bleiben? Was sollen wir tun? Einerseits können wir nicht gegen die Exorzisten gewinnen. Aber für immer hier zu bleiben? Das sage ich ja, was ist besser? Sag es mir und zwar sofort, oder ich töte dich auf der Stelle. Bin jetzt doch selbst aus, verdammt nochmal. Ja.
Ja, Entscheidungen, ne? Entscheidungen, ne? Wieder hier sterben oder draußen? Da liegt was. Da ist so ein Ding. Ja, ich habe mir irgendwie hier bei Ausrüstung, wo noch mal da unten. Oder ist das nicht das? Ach so, ne, ich habe jetzt erst drei, ne? Vorhin stand auch drei. Ah. Ich dachte, dieses drei, diese drei steht für die Seelen irgendwie, die ich eingesammelt habe. Was bist du, bitteschön? Noch. Ja, Mann, das ist ein echter Name oder was? Oder sein voller Name? Lächerlich. Widerstand gegen die Abtei bedeutet den Tod. Tss, wenn ich mich jemand mitnehmen könnte, gäbe es kein Problem. Also würdest du doch fliehen, ne? Wo du so Schiss hast vor den Leuten. Na gut. Okay, Goblins sind ein Ding halt hier in diesem Spiel, wie es aussieht. Und Tigermenschen, und warum seid ihr nicht verrückt irgendwie? Da hast du ja einen schrägen Haufen als Freunde angelacht, aber damit legst du uns nicht rein. Nein, verdammt, warum sollte ich einem völlig Fremden helfen? Ach, der Werwolf. Ha, ich habe vielleicht 30 Männer gefühlt, aber das heißt nicht, dass ich auch sterben möchte. Genau, wenn du so versessen darauf bist zu sterben, lass dich nicht aufhalten. Okay, gut, Ruhe. Kampfstiefel. Und hier, in dem Spiel ist es doch wieder so, dass hier Random Loot ist, ne? Weiß nicht, ob mir das gefällt. Wenn es jetzt Terry aus, hat mir nicht so gefallen. Aber soll man machen? Ja. Ach, der Blaupunkt zeigt, von wo ich gekommen bin, ne? Ich steh auf, Mann. Ich halte mich da raus. Bleib mir vom Leib. Okay. Immer wenn die so haben, sagen die nichts Neues mehr, nehme ich an. Die so ein trauriges Beil haben. Ja, guck mal mit. Wofür sind die ganzen Dinge alle da? Auf irgendwas da sein, oder? Hi, bist du ein Goblin? Zombie. Ah, ich bleibe hier. Ich bin gerne untot. Boah, besser als richtig tot zu sein. Ja, okay. Mit der Logik lege ich mich nicht an. Und hier sind noch zwei solche Dinger. Uff. Boah, habe ich die. Die habe ich nicht verpasst hier, ne? Sind nicht außer welche, oder? Ja, warte, ich gehe jetzt noch mal gucken. Jetzt bin ich paranoid. Und jetzt doch mal im Rausgehen sehen müssen, ne? Nehme ich an. Wahrscheinlich ist jetzt alles viel zu leise, ne? Und ich bin viel zu laut. Ich krieg da irgendwie nicht hin mit den Tales aufspielen. Der normale Ton jetzt, wenn ich hier bin, ist okay. Aber sobald die Kämpfe beginnen, hört man mich wieder nicht. Das ist so zum Kotzen. Aber tue ich schon laut genug hier reden? Hallo? Du bist einer der Hauptcharakter, glaube ich. Wie bitte?
sicher. Okay. Komm mit mir. Das ist eine Hauptcharaktere, das weiß ich. Ich habe mir das Intro ein paar Mal noch angeguckt. Wie es übrigens geil ist. Eine mächtige Hexe. Ja, jetzt die drei Dinger hier wieder, oder? Eine Sekunde. Da oben bin ich gekommen, ne? Okay, wir haben die anderen Dinge auch irgendwie geöffnet. Alles klar. Steht kein ganz so eil, dass die Exorzisten ihre Kräfte an denjenigen verausgaben, die zuerst losgestimmt sind. Sind die Exorzisten deine Schöpfe, ist der Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Hey, du bist schlauer, als du aussiehst. Wenn die Gefangenen schwächer werden, können wir von hinten angreifen. Vielleicht werden wir sogar begnadigt, weil wir einen Aufruhr niedergeschlagen haben. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich gute Idee. Egal, wie sich die Dinge entwickeln, am Ende werden wir satt und zufrieden sein. Ja, guckt euch mal das Intro von Tales of Berseria an. Das ist richtig geiles Rockthema. Hm. Haben sie sogar die japanische Version reingebracht. Hat mich auch schon wieder verwirrt. Das muss irgendwas mit Copyright oder so zu tun haben. Oder Lizenzierung oder so. Bei Tales of Hysteria haben sie das gleiche Lied Auge reingebracht, Trank des Lebens. Den bauen wir noch nicht, weil wir nur noch eine Person sind. Aber da haben sie nur das, ja, wie nennt man das? Ohne Text hier. Sie hat Musik, das Lied einfach nur abgespielt. Wie bei Tales of the Abyss. Ich bleib lieber hier. Auf mich wartet niemand da draußen. Ha, man sagt, dass selbst Dämonen Freunde haben. Dann bin ich wohl weniger wert als ein Dämon. Sie haben meinen Freund nach unten gebracht und er ist nicht zurückgekommen. Ich werde nach ihm suchen. Dieser Freund von dir? War er? Er war ein Werwolf wie ich. Weißt du etwas über ihn? Nein. Ich erinnere mich nicht. Okay. Gut zu wissen, danke. Ah ja, ich lasse das Intro lieber nicht hier rein. Ich meine, wenn schon Bandai Namco irgendwie nicht die Lizenzierung bekommen. Also doch, haben sie ja. Ich rede, Quatsch. Worauf ich hinaus will, gucke ich das Intro an. Das ist awesome. Musste ich ja rausschneiden, ja. Weil ich Angst habe vor Copyright und so. Hm, wenn ich hier bleibe, bekomme ich irgendwann Dämonenpest und sie werfen mich den Dämonen unten zum Fraß vor. Aber wenn ich versuche zu fliehen und scheitere, töten mich die Exorzisten direkt. Aber wenn ich es schaffe, sehe ich meine Tochter wieder. Aber ich will nicht sterben. Verdammt nochmal, was soll ich bloß machen? Deswegen wusste ich auch, warum diese eine Hexe, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Magido, ne? Warum, dass sie einer der Hauptcharaktere ist, weil sie war sehr prominent, glaube ich, im Intro. Ach, hier war ich noch nicht. Ich glaube, es gibt 6 Hauptcharaktere. Einen davon kenne ich auch noch. Aber ich nehme an, ich weiß, wer das ist. Und der Rest, puff. Gar Angriff, ich zeige Ihnen auch, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ja, tu das. Ich bin direkt hinter dir. Nicht. Okay, hier ist wieder nichts. Und dann bleibt noch ein Raum übrig zum Erkunden. Wenn ich jetzt noch wisse, welcher. Da sind wir reingegangen. Nee, in der Mitte sind wir. Boah, ich weiß nicht mehr. Hier sind wir reingegangen, meine Güte. Ja, ich weiß, meine Orientierung ist für ein A. Wir müssen, glaube ich, zurück und weiter gehen, ne? Was haben wir hier? Ach, haben wir da Dingens wieder? Kräuter. Salbei. Kräuter, die Parameter eines Charakters verstärken, wachsen an mehreren Orten auf der Welt. Sie wachsen nach einiger Zeit wieder nach. Verwenden Sie also nach Belieben für deine Lieblingscharaktere. Oder die, die es nötig haben. Oder die, die so oder so schon hohe Werte haben. Wie sehen eigentlich ihre Werte aus? So, sie hat
viel. Sie hat am meisten Verteidigung und Fokus. Okay. Cool. Ist untypisch für einen Hauptcharakter. Normalerweise haben die Hauptcharaktere irgendwie meistens hier. Boah, ich habe schon wieder vergessen. Haben wir überhaupt eine neue Sache? Nö, ne? Mondaufgang. Habe ich hier alle Dinger? Ein Schlitzen am Fuß? Schlitzen am Fuß ist nirgendwo. Links und rechts, Dingens für okay. Oder schnell das Ziel mit einem Batman-Ratschlag auf. Mondaufgang. Hey, ich habe so eine Idee. Versuchen wir mal. Ich kann das ja immer wieder so zurück machen. Ne? Wie machen wir das nochmal? Irgendwie konnte ich das dort zurücksetzen, glaube ich. Entfernen. Ja, dann macht ihr einfach das hier, ne? So, wir machen das so. Das lassen wir so. Schlitzen auf Fuß. Reißen nach Dorn. Nee. Mal da am Mondaufgang. Schlitzender Fuß. Reißender Dorn. Aschokonta. Ob das was wird, ich weiß nicht. Ohne Wirbel. Ex vollkommen zufällig. Ich könnte alles eigentlich zufällig machen, aber muss ich ja noch X drücken, genau. Von da kamen wir, ne? Sind wir da lang. So viel weiß ich noch, ja. Bin ich nicht gut? Eigentlich noch nicht viel passiert hier. Wir haben jetzt eigentlich nur erkundet alles. So, Gegners, Speicherpunkt. Item Truhe. Ha. Leeren Ring. Aber jetzt von Ding Resistenzring. Weil er ist auf 19 von 20, was auch immer es bedeutet. Ein Moment mal, Ausrüstungsfertigkeiten. Ich weiß immer noch nicht genau, was das alles bedeutet hat. Aber es wird mir wahrscheinlich irgendwann alles erklärt, ne? Wir speichern. Speichern mal. Ja, mal voll viel erreicht, ne? Muss ich auch speichern, verdammt. Okay. So, jetzt sind ja wahrscheinlich alle erledigt, ne? In den Gefangenen. Kannst du eigentlich verzählen, Kollegin? Also wir zu den Gefangenen, ne? Oh, hi. Du bist auch ein Hauptcharakter, glaube ich. Oh. Okay, von deinem Aussehen her hätte ich gedacht, du würdest mit einem Katana kämpfen, aber okay. Au, au, ja, gut, dass ich jetzt hier zufällig meine ganzen Fähigkeiten geändert habe, ne? Verlassen du. Rotäugiger Schwertkämpfer. Schwarze Rotaugen-Schwertkämpfer oder was? Fällt gerade auf, wir haben auch nichts zum Heilen, ne? Wir haben nur. Ja, wir haben schon mal zum Heilen, aber. Machst du überhaupt Schaden, Ceres? Jetzt mal ehrlich. Sehe ich hier nur verteidigen. Wurf, 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 wurf. Er sieht so echt aus wie so ein klassischer Samurai. Man kämpft mit zwei Mini-Dolche. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich vergesse wohl, dass ich Ausweichschritte machen kann. Ah, du kannst mich heilen, das ist sehr gut. Danke. Da kann ich ja echt draufhauen, wie blöde. Worauf? Ausweichen hier ist gar nicht so einfach. Ja, okay.
schon irgendwie gedacht, dass wir ihn nicht ganz besiegen müssen. Weil ganz schön viele AP waren. Nach. Sehr cool. Ein Samurai und sein Schwert. Still a better love story than Twilight. Ventil des Scharfschützen. Wir müssen halt abwehr, wird der Einsatz von Schussladungen ermöglicht. Weil das ist halt alles. Durch den Erhalt bestimmter Objekte wird man Angriffsfertigkeiten für den Abwehrbefehl. Mit Ventil des Scharfschützen. Schussladung. Weiter ein Abwehr für eine Sekunde. Was aber ist das nochmal genau? Neuer Titel. Blutige Stiefel. Der Dämonenschwertkämpfer. Aber ein wichtig halt, ne? Wir gehen nochmal nach unten, gucken, ob der da sein Schwert geholt hat. Sind alle Hauptcharaktere hier drinne? Ja, ich bin hier normal. Ich bin natürlich der Normalste hier. So, habe ich jetzt von dieser einen Ausrüstung? Ne, ich habe immer 19 von 20. So, warte mal hier, blutige Stiefel. Bekommen wir die automatisch, wenn wir hier die Dinger aufleveln oder was? Bitte sag mir, dass das so ist. Oh Gott. Kriegsarzt benutzt. Charakter 5 von 40. Levelt er auf, auch wenn ich den nicht ausgerüstet habe. Und wo sind diese Dinger hier? Diese Abwehrfertigkeiten. Warte mal. Zufällige Fertigkeit, okay. Nehmen wir die. Oh Gott, ich bin fast tot. So. Warte, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt schon wieder hier? So, warte mal, von da sind wir gekommen, ne? Wir gehen nochmal nach unten, gucken, ob der Schwertkämpfer hier sein Dingens, sein Schwert zurückbekommen hat. Kann ich Schaden nochmal nachgucken, ne? Also mir wird gesagt, ich darf da nicht mehr runter. Ja, ich kann auch da runter. So, wo war das nochmal? Da rechts in dem Raum, ne? Werde ich geheilt durch den Ding? Nö. Bestimmt bis zur Hälfte oder so, ne? Okay, der ist nicht hier. Hätte er sein können, ne? Musst du alles erkunden, hallo? Sind jetzt auf Spiel, sind viele Sachen verpassbar. Also schlimme sind eigentlich nicht mit den neuesten Tales of Spielen, so Tales of the Abyss und so war bisher das Schlimmste, ja. Und verpassbaren Sachen. Bei Symphonia glaube ich auch noch. So die älteren hatten mehr so, weiß ich nicht, eine kürzere Zeitschleife hier. Oh, Entschuldigung. Eine kürzere Zeitspanne, wo man einige Nebenquests oder einige anderen Szenen irgendwie so machen konnte. Aber so ab, weiß ich nicht, the Next Generation Games wurde es dann so ein bisschen gnädiger halt. So, okay. Glaubt es aber nicht, aber mich verwirrt die Karte. So, wir haben hier gegen den Kämpfer, sind nicht Mann. Hier ist schon mal der falsche Weg. Also gehen wir als erstes dahin. So, das ist jetzt unangenehm gewesen.
würde sagen, ich beende den Part hier. Wir beenden den Part hier und machen in der nächsten Folge weiter von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.